schmeißt doch Strom und Wasser zusammen, das ist gefährlich. Und was macht dann die Feuerwehr mit unserem Haus, wenn es brennt? Was schon, die löscht. Und der Strom von der Solaranlage, ist der nicht gefährlich? Doch schon, aber die Feuerwehr, die weiß schon, was sie macht. Die löscht das mit so einem... Die löscht das Feuer mit... Natürlich mit Wasser. Das Problem hat Ethan clever gelöst. Schauen Sie, hier unter dem Dachvorsprung habe ich einen Feuerwehrschalter eingebaut. Er unterbricht den Stromfluss von den Solarpanels. Und damit Sie im Ernstfall keine Leiter brauchen, habe ich zusätzlich diesen Schalter installiert. Im Notfall drücken Sie hier. Dies ist der Fernauslöser für den Feuerwehrschalter. Er trennt Ihre Solarpanels sicher vom Netz. Der Strom bleibt dann in den Panels und kann nicht gefährlich werden. Den Schalter sollten Sie auch nutzen, wenn Wartungsarbeiten durchgeführt oder Ihre Solarpanels gereinigt werden. Lisa, wenn ich zum Beispiel im Herbst das Laub entferne. Genau. Aber nun schalte ich Ihr Sonnenkraftwerk mal wieder ein. Und dann zeige ich Ihnen, was Ihre Anlage sonst noch kann. Hier, der Überspannungsschutz ist wie eine Lebensversicherung für Ihre Anlage. So sind Sie auch bei Gewitter geschützt. Musst du denn deine Nase überall reinstecken? Keine Sorge, die Überspannung wurde sicher abgeleitet. Dieser Inverter von Ethan wandelt den Gleichstrom der Solarzellen in Wechselstrom um, sodass er ins öffentliche Netz eingespeist werden kann. Er hat einen sehr hohen Wirkungsgrad und arbeitet äußerst zuverlässig. Und er verdient Geld, während wir faul in der Sonne liegen. Denn jetzt machen wir unseren eigenen Strom. Genau. Und das wird Ihnen per Funk direkt ins Wohnzimmer gemeldet. Sie meinen, der Room Manager von Ethan informiert mich jetzt auch über die Leistung meiner Anlage? Richtig. Wie ihr seht, hat Papa wie immer alles unter Kontrolle. Naja. Zum Glück gibt's ja noch Ethan.